Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil des Gothic Modcastes. Mod-Podcastes. Ich bin der Milgo. Ich bin der Klabautermann, jetzt auch mit frischen Socken. Und ich bin Oldcoin. Ja, nach unserer kleinen Pause haben wir uns wieder frisch gemacht und sind frisch dazu bereit, ins Jahr 2007 einzutauchen. Wir haben bisher schon alle Jahrgänge entsprechend bis 2006 durchgenommen und wer sich dafür interessiert, bitte die vorherigen Podcasts durchhören. 2007 kam dann zum ersten Mal etwas, was doch besonders war. Die letzte große Erweiterungsmod, glaube ich, die ich ansprechen möchte. Nee, stimmt gar nicht. Aber auf jeden Fall eine der größten Erweiterungsmods, weil sie eben mehrere vereinigt hat. X in 1. Ich glaube, davor gab es bereits auch 5 in 1 für Gothic 1, das mittlerweile aber wieder offline ist, zumindest in der ersten Version. Im April 2007 kam eben X in 1, hat ganz viele Mods entsprechend verbunden. Ich glaube, Bonne 6 war da die treibende Kraft. Oldcoin, spielst du manchmal noch Gothic 2 mit den Erweiterungsmods? Nee, gar nicht. Also Erweiterungsmods habe ich in der Form so nie groß gespielt, weil da muss ich mich wiederholen, lieber eine neue kleine Insel als zum 10. Mal Corinis. Gut, meins ist tatsächlich auch nicht, allerdings wenn ich nochmal mich an Gothic 2 ranwage, dann kommt bei mir immer eine der kleinen Erweiterungsmods rein. Mir ist da am liebsten die Minimod Balance, aber jedem das seine. Im Mai 2007 kam dann auch wieder ein großes Projekt, bei dem ich tatsächlich auch beteiligt war und auf das ich bis heute doch sehr stolz bin, der Kurana-Prolog. Als kleine Vorgeschichte, ich glaube 2004 gab es bereits die erste Kurana-Demo und 2006 sind dann Freddy und ich zu dem Kurana-Team gestoßen und haben das Team eigentlich komplett übernommen und alles komplett neu gemacht. Und letztendlich ist der Prolog daraus entstanden. Ich hoffe, ihr habt es beide gespielt. Kuschel, was hast du denn von dem Prolog gehalten? Ich hatte sogar schon damals diese kleine Demo gespielt. Und ja, der Kurana-Prolog ist sehr professionell gemacht. Das ist mir noch am meisten in Erinnerung geblieben, sowohl die grafischen Arbeiten als auch die Bugfreiheit, als auch die ganzen neuen Sachen, die drin waren. Das war alles sehr gut und sehr viel. Und auch die Quests, eigentlich habe ich gar nichts zu meckern so konkret, aber irgendwie hat mir so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Ich kann es gar nicht genau benennen, so vielleicht die raue Atmosphäre oder ich weiß es auch nicht genau. Es war eigentlich noch besser gemacht als zum Beispiel die Exodus-Demo, aber die habe ich trotzdem noch als besser in Erinnerung. Tut mir leid. Kein Problem. In der Story ging es darum, dass Garrick von Corinis nach Koron wollte, um dort ein sicheres Leben zu führen, weil die Orks immer mehr die Korinseln angegriffen haben und dabei wurde aber leider sein Schiff angegriffen und entsprechend strandet Garrick als einziger Überlebender an der kleinen Insel Korus und wird dort von einem Piraten aufgelesen. Und es sollte das erste Kapitel von etwa 5 in der späteren Kurana-Mod sein. Ja, Ulkan, wie hast du denn Kurana erlebt? Also mir hat Kurana eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war ja, wie du schon sagtest, wo der Pirat einen dann begrüßt, gleich zu Beginn. Und zum einen natürlich, weil es wieder eine neue Welt war, was ich immer gut finde. Und zum Zweiten sagte Herr Kuschel auch schon, es gab eben auch neue Features. Und das hat das Ganze natürlich auch sehr interessant gemacht. Allerdings, da gebe ich Kuschel auch wiederum recht, dieses Raue fehlte etwas, sondern das war doch schon wieder ein wenig weichgespült, das Ganze. Nichtsdestotrotz war es eine interessante Mod. Ich habe sie auch durchgespielt. Und wie gesagt, kann nur sagen, es war schön. Das war, glaube ich, sogar die Mod, wo man dann an den Pflanzen hochklettern konnte, ne? Da gab's dann so ein Loch irgendwo auf der Insel, genau.
Ja. Es gab tatsächlich eine Stelle, wo man an Ranken hochklettern konnte, die eigentlich unsichtbare Leitern waren. Ich verrat's mal. Ja, damals kam auch zum ersten Mal im großen Stile Mover zum Einsatz. Wie zum Beispiel, wenn man an einem Vogel vorbeigelaufen ist oder an einem Schmetterling, dann sind diese weggeflogen. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich auch immer extra entlang gelaufen. Olkheim, wie hat so ein dynamisches Feature denn auf dich gewirkt? Hast du das überhaupt wahrgenommen? Das habe ich wahrgenommen und ich fand das auch klasse. Und hatte mich damals schon gefragt, wie haben die das denn jetzt wieder gemacht? Weil da hatte ich mich zwar noch nicht mit Mods beschäftigt, aber es gab's halt im Originalspiel nicht. Und ich sag mal, wenn dann Freizeitleute sowas mit der Engine dann hinbekommen, mit den Möglichkeiten, die das Modkit dann bietet, finde ich das schon toll. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, soweit ich mich erinnere, man mag mich korrigieren, wo man dann Baum fällen und zurechtschneiden konnte. Ne? Genau. Ja, ja. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Freddy, der das verbrochen hat. Ich hoffe, er kommt auch irgendwann wieder in die Modding-Szene zurück. Aber ich würde dann weitergehen. Im Juli gab es dann, ich weiß nicht, ob es die erste große Feature-Mod oder Sondermod, sage ich mal, von Bonne 6. 63. Es war eine Kampfmod, in der man eben die 63 Runden überleben musste. Man hatte auch spezielle Fähigkeiten wie Zeitverlangsamung. Hat's einer von euch gespielt? Nein. Nein. Schade. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von Bonnes Mods. Ich habe ja auch später dann eine gemacht. Und mir, ich mochte das. Ich mag auch das Kampfsystem von Gothic sehr gerne. Und mir hat Spaß gemacht, solange man eben das gespielt hat. Man konnte es ein-, zweimal spielen. Danach wurde es eigentlich ziemlich eintönig. Ich finde, Bonne 6 macht da eine super Arbeit. Und ich bin auch immer erfreut, wenn er eins seiner Projekte dann rausbringt. So, 2007 kamen dann noch zwei große Mods innerhalb von 4 Tagen, nämlich eben um Dezember rum. Zum einen die World of Gothic Foren Mod, die ich mitverbrochen habe, als Weihnachtsgewinnspiel der World of Gothic entsprechend. Hast du das miterlebt? Nein, zu der Zeit noch nicht. Kuschel du? Ich hab's natürlich miterlebt, ja, und ich habe mir auch immer vorgenommen, die Mod zu spielen, weil ich kannte ja auch, also zumindest aus dem Gothic-Bereich des Forenverbundes, viele Leute und habe gedacht, das wird sicher lustig, aber habe es bis heute noch nie gespielt, muss ich gestehen. Schade, es war eigentlich eine, wie ich finde, im Nachhinein, ist jetzt doof, dass ich darüber referieren muss, aber es war eine eigentlich ganz interessante Idee für ein Weihnachtsgewinnspiel und es haben sich auch auf jeden Fall sehr viele Leute daran beteiligt. Man hat halt die verschiedenen Forenbereiche aus dem World of Gothic Forum quasi in eine Welt gebracht und jeder aus der kompletten World of Gothic konnte quasi seinen Teil dort besuchen. Und es war eigentlich ganz nett gemacht. Es war eine Reihe von nicht zusammenhängenden Quests und man musste diese lösen oder genug lösen, um Moderator zu werden und dann den bösen Forentroll besiegen. War eigentlich ganz nett, hat ein paar Stunden Spielspaß gebracht. Wer die World of Gothic kennt, für den war es, glaube ich, wirklich ganz angenehm. Und die meisten Moderatoren haben sich auch tatsächlich selbst synchronisiert. Das fand ich super. Genau an Heiligabend kam allerdings auch noch, ich glaube für viele die Mod überhaupt, Velaya, Geschichte einer Kriegerin. Das Debüt von Schreiberling und in Zusammenarbeit mit Sektenspinner. Ulköln, weißt du noch, wie die Story in etwa ging? Ja, man spielt dort eben nicht den namenlosen Helden, weil der ist inzwischen verschwunden, sondern Velaya, die ja viele noch aus G1 kennen, die da in der Burg war, in der Badewanne war es, glaube ich, und die nun aber auf dem Bauernhof ist und man schlüpft in ihre Rolle. Und muss eben ähnlich wie der namenlose Held, sag ich mal, so langsam die Welt erkunden. Und das Corinis selber bietet dann auch noch Überraschungen, aber das kommt dann erst im späteren Teil der Geschichte.
auf jeden Fall sehr viel Humor drin, auch in der Story, in den Dialogen. Also hat wirklich saumäßig viel Spaß gemacht. Kuschel, ich hoffe, du hast die Mod gespielt. Wie hat sie denn auf dich gewirkt? Ich war sehr skeptisch vorher, muss ich zugeben. Also, ja, als alter, böser Konservativer, ne, dann eine Frau spielen und wieder nach Corinis, die sich ja eigentlich zumindest grafisch kaum verändert hatte, die Welt, und ja, da wusste ich nicht so richtig, ob das was für mich ist. Und dann habe ich angefangen und es war wirklich klasse. Das war so, glaube ich, eine der ersten Mods, wo wirklich auch die Sprachausgabe richtig gut war. Das hatte man ja sonst selten. Das war sonst eher so, wie ich jetzt hier den Podcast spreche, höchstens. Und ja, auch die Quests und die Liebe zum Detail und die Dialoge, es war alles großartig und es hat mich erstaunlicherweise nicht mal gestört, dass die Atmosphäre doch ab und zu so ein bisschen ins humorvoll leicht lustige abgedriftet ist, was ich mir sonst eigentlich hätte gar nicht vorstellen können für Gothic. Aber das hat gar nichts ausgemacht. Es ist wirklich eine der besten Mods, die es bis heute gibt. Ja, es gab sehr viele humorvolle Details. Ich kann mich unter anderem sehr gut noch an einen Spinner erinnern, der durch die Welt gelaufen ist und ständig sehr seltsame Geschichten erzählt hat, wenn man mal vorbeikam. Und es gab auch einen Spanner, der Velaya entsprechend beim Schwimmen beobachtet hat. Die Mod war wirklich sehr detailliert, war sehr gut gemacht. Ich muss auch da den beiden Jungs mein Kompliment aussprechen. Ich habe zwar beim Release etwas stunk gemacht, weil ich fand, dass die beiden vielleicht noch etwas hätten warten sollen mit dem Release. Aber es war doch eine sehr gelungene Mod. Und insbesondere mit der sehr professionellen Sprachausgabe. Ich weiß leider jetzt den Namen der Sprecherin nicht, aber Velaya wurde entsprechend professionell vertont. Wohlkommen, wenn man dich fragen würde, Mod mit einer schlechten Sprachausgabe oder komplett ohne? Wie würdest du dich entscheiden? Dann lieber ohne. Weil schlechte kennen wir schon ein paar. Tatsächlich bin ich ein Freund von Sprachausgabe. Ich mag es nicht, mir die Dialoge durchlesen zu müssen und mir quasi, also je nach Mod geht es, aber ich mag eigentlich die Stimme dazu schon hören. Kusche, wie ist deine Meinung dazu? Wenn keine Sprachausgabe da ist, dann fehlt definitiv ein Stück Atmosphäre. Aber wenn eine schlechte Sprachausgabe da ist, dann wird die Atmosphäre wirklich zerstört. Dann fehlt nicht nur was, dann ist das schlechter. Und deshalb würde ich jederzeit eine fehlende Sprachausgabe vorziehen, bevor ich da irgendwelche 12-Jährigen am 5-Euro-Mikrofon hören muss. Okay, das war's dann auch erstmal von 2007. Ja, 2007 empfand ich auch als sehr angenehmen Jahrgang von Mods. Vielleicht auch, weil er sehr mit positiven Erinnerungen von mir durchdrungen ist. Ja, ich glaube, da hat sich auch ein bisschen gezeigt, dass wir im Editing-Forum sehr viel Wert auf Neulingsarbeit gelegt haben und eben die Neulinge auch stark, ja, gefördert haben. Kuschel, vielleicht als leichter Kontrast, wie stehst du denn Neulingen oder hast du Neulingen im Forum oder im Editing gegenübergestanden? Fandst du es gut, wenn immer wieder neue Leute kamen und die dann wieder gefragt haben, ja, wie kann ich jetzt meine Mod erstellen? Ja, ich kann ja nicht sagen, ich finde es schlecht. Ich war ja früher auch mal so einer, wahrscheinlich von der schlimmsten Sorte. Also, wenn ich mich da zurückerinnere, würde ich mich gern im Nachhinein nochmal mir dafür eine reinhauen. Aber es ist natürlich, naja, lästig, wenn immer wieder das Gleiche kommt. Aber eine gute Strategie aus meiner Sicht, auch wenn es eigentlich unfair gegenüber diesen Leuten ist, irgendwann antworte ich dann einfach nicht mehr drauf und es findet sich immer irgendjemand, der auch wieder zum tausendsten Mal auf die angepinnten Themen verweist und aufs Wiki und so weiter, und deshalb ignoriere ich das seit langer Zeit weitgehend, wenn diese Standardfragen kommen, und dann ist es ganz in Ordnung, muss man sich eigentlich auch nicht drüber aufregen. Ja, Olcoin, bezüglich Neulingen, du hast da ja auch, denke ich, eine ganz spezielle Geschichte dazu. Das kann sein, ja.
Was möchtest du denn hören? Ja, wie empfindest du denn die ganzen Neulinge im Editing-Forum, die dann immer wieder fragen, ich will unbedingt die größte Mod der Welt machen, wie kann ich das? Na ja, gut, das ist natürlich Wunschdenken, weil ich sag mal, wer sich dann mal wirklich hinsetzt und sich so ein paar Dinge anschaut, wie so eine Mod überhaupt zusammengesetzt ist, was man alles wissen muss und aus welchen Bereichen, dann erwartet da einen natürlich einen Haufen Arbeit. Und wenn ich davon ausgehe, dass, sag ich mal, da jetzt ein 16-Jähriger sitzt, der vielleicht demnächst auch dann sein Abi machen muss, dann ist das eben schon oft vorprogrammiert, dass er jetzt im Moment ganz viel Lust hat und auch ganz viel Zeit, aber nächstes Jahr sieht das dann eben oft ganz anders aus. Und deswegen werden dann eben auch so viele Neulinge, die mit unheimlich viel Elan und auch vielleicht Freude an dieser Geschichte, sind dann eben auch sehr schnell wieder weg, weil sie eben nicht durchhalten können, allein auch, weil sie dann gar nicht mehr die Zeit haben. Ich will gar nicht sagen, dass sie den Lust nicht hätten. Ja, also ich habe persönlich Neulinge immer stark gefördert und auch sehr beschützt, sage ich mal als Moderator. Allerdings kann ich Kuschel zustimmen, wenn jemand einfach nicht selbstständig werden möchte als Modder, und das muss man irgendwann als Modder werden, dann sollte man vielleicht gucken, dass man dem eben nicht jede Antwort auf dem Silbertablett serviert. Kommen wir vielleicht zu 2008. Tatsächlich habe ich dann auch direkt wieder eine Mod, ach du Schande, in einem Jahr 3 Mods veröffentlicht. Battle of the Kings, das war kurz nach dem ersten Moddertreffen. Ich war auf dem Moddertreffen auf der Rückreise verunglückt, war an meinen Stuhl gebunden, hatte kein Internet und entsprechend habe ich aus Spaß eine kleine Spaßmod programmiert. Hat einer von euch Battle of the Kings mal angespielt? Nein. Das ist traurig. Ja, ich kann aber nicht was zu erzählen, ich weiß, worum es geht. Ja, mein Spielprinzip war es nicht, deswegen. Ja, in Battle of the Kings gab es entsprechend 2 Könige, 2 Spieler. Man spielte den einen, die KI spielte den anderen, und man konnte, oder in beiden Lagern wurden Soldaten erschaffen oder gespawnt, die immer zum anderen König gelaufen sind und versucht haben, diesen ja zu erledigen. Man konnte die Soldaten verbessern, Stufe um Stufe. Man konnte sich Gebäude bauen, die die Soldaten verbessert haben. Man konnte auch Soldaten dazu kaufen. Man bekam halt Geld dafür, dass die eigenen Soldaten die gegnerischen zur Strecke gebracht haben. Tatsächlich wurde auch der dritte Teil dann später, der kam 2009, der wurde auch wesentlich größer, und einige haben ihn dann doch zu ihrer persönlichen Lieblingsmod gewählt, was mich doch sehr gefreut hat. Ich spiele die Mod tatsächlich auch noch ganz gerne, was bei meinen Mods eigentlich nicht immer der Fall ist. Ja, jedem das seine, und einigen hat Spaß gemacht. Will noch einer vielleicht was dazu sagen? Hat jemand noch was dazu zu sagen? Ja, unter den alternativen Gameplay-Mods ist, denke ich, Battle of the Kings ganz vorne dabei. Es herrscht immer große Freude, oder es herrschte immer große Freude, wenn ein neuer Teil rauskam, und ich glaube nicht, dass irgendeine andere Mod, die eigentlich vom Spielprinzip gar nichts mit dem eigentlichen Gothic zu tun hat, so viele Leute begeistern konnte. Gut, kommen wir dann in den Juni 2008. Wir hatten sie kurz vorher angesprochen. Returning kam raus. Ich weiß nicht, ob es von Russen oder Polen kam. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Erweiterungsmod, die, glaube ich, bis heute nicht wirklich ins Deutsche übersetzt wurde. Hat sie mal einer von euch angespielt? Nein. Nein. Wir warten aufs Deutsche. Da kann ich mich auch nur anschließen. Ich muss auch sagen, die ersten Versionen, die haben mir gar nicht gefallen. Ich habe sie mal installiert, und die Installation hat damals sehr viel Unsinn mit installiert, sage ich mal. Und das fand ich eine Unsitte. Und auch die Logos von Piranha Bytes haben sie, glaube ich, ersetzt durch ihr eigenes. Entsprechend wurde bei jeder Mod auch dieses Returning-Team angepriesen. Es soll wohl eine sehr, sehr gute Mod sein und sehr groß.
die sehr viel ermöglicht. Die Leute haben da wohl sehr viel Herz in das Projekt investiert. Und ich denke, spätestens wenn die deutsche Ausgabe mal draußen ist, sollte man sich das Projekt mal anschauen. 2008 kam dann noch Juan oder Juran, oder wie es auch immer ausgesprochen wurde, im November raus. Eine sehr große Mod, die auch, wie ich finde, zu groß und ein bisschen zu leer war. Kennt sie einer von euch? Gespielt habe ich sie zum Teil. Ja, ich kenne sie auch nur zum Teil. Ich gar nicht. An was kannst du dich noch erinnern, Oldcoin? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das Mesh, also die Welt selber, zum Teil sehr merkwürdig war. Also so gar nicht Real-Landschaft, sondern alles so ein bisschen klobriger. Viele Viecher, die waren dann sehr klein geschrumpft. Also Feuerwarane, die einem noch nicht mal bis zum Knie gingen. Dafür gab's dann wieder sehr gute Sachen, die mir sehr wirklich gefallen haben. So eine Mine mit einem Fahrstuhl oder auch ein Ballon, der auf einmal einen erwartete auf einem Berghügel. Aber insgesamt, sag ich mal, konnte die Mod mich nicht fesseln, weil so einen Grund hatte Kuschel ja schon mal bei anderen Sachen genannt. Es hatte für mich irgendwie nicht so wirklich was mit Gothic zu tun. Dann spiele ich lieber so eine kleinere Mod, in der ich vielleicht das Gothic-Feeling habe. Aber das kam mir bei Juran irgendwie nicht auf. Ja, ich habe die Mod auch kurz angespielt und nicht beendet. Unter anderem, weil ich, glaube ich, irgendwie in Teleporter-Plattformen rein bin. Und dann kam man in so ein Teleporter-Plattform-Labyrinth, wo man immer 50 Meter bis zur nächsten Plattform laufen musste. Und irgendwie bin ich da nicht mehr rausgekommen. Die Hafenstadt dort war eigentlich ganz nett gemacht. Und es gibt einige gute Ansätze, wie du das, was du genannt hast, Oldcoin. Die Mine und der Fahrstuhl. Norrazer baut auch immer noch an Juran weiter und baut und hat auch ein Sprachpaket dazu veröffentlicht. Und vielleicht wird's irgendwann mal so rund, dass es wirklich eine grandiose Mod wird. Allerdings würde ich aktuell sagen, muss man nicht gespielt haben. Dann war es das auch zu 2008. 2009 kam dann noch, ja, die letzte, glaube ich, große Gothic 1 Mod. Mit irgendwie, ja, ein bisschen neuer Welt. Nämlich die Mine-Mod. Hat sie mal einer von euch gespielt? Nein. Nee, auch nicht. Zu der Zeit war Gothic 1 bei mir schon wieder runter. Obwohl, war das von Bruderschaft-Dings? Das war von Notrock. Ah, nee. Man spielte einen Protagonisten, der mit in der alten Mine gefangen war, die ja in Gothic 1 bekanntlich eingestürzt ist. Und man versucht mit den Leuten, die dort entsprechend mit eingeschlossen wurden, aus dieser Mine zu entkommen. Ich wollte es nur erwähnt haben, ich kann mich nicht mehr genau an die Story erinnern. War ganz nett, ich habe es ein paar Stunden gespielt, aber hat mich auch nicht so gefesselt. Im Februar 2009 kam dann das nächste kleine Projekt für Gothic 2. Obwohl es mein Freundeskurzer, der dann Karibik veröffentlicht hat, ich hab's leider nicht gespielt. Kann einer von euch was dazu erzählen? Um Karibik geht's jetzt? Ja. Storymäßig weiß ich auch nicht mehr so genau, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Mod. So ein bisschen war es kurzes Lebenswerk bis zu dem damaligen Zeitpunkt, wo viele sehr alte Sachen drin waren, also da hat er eigentlich sein ganzes Modder-Dasein dran gearbeitet und dementsprechend war auch die Qualität dann durchwachsen, weil die Dialoge, die er als 14-Jähriger oder was geschrieben hat, waren dann halt nicht mehr so das Wahre im Vergleich zu den neueren Sachen. Aber ich hab's ganz durchgespielt und auch wenn es ab und zu auch von der Welt, wo ich zum Teil was mit wirklich verbrochen habe, ein paar Sachen nicht so schön waren und einige Sachen notdürftig waren. Es hat irgendwie doch Spaß gemacht. Die Quests waren dann doch gut und es hat wirklich mich persönlich über die ganze Spielzeit hinweg dann doch motiviert, was ich schon fast selber erstaunlich fand. Jetzt im Nachhinein, würdest du mir raten, die Mod noch zu spielen oder kann man die auch vernachlässigen?
Puh, das ist eine schwere Frage. Ich würde es einfach probieren und wenn es dich nach einer Stunde oder so, wenn du sagst, nee, ist nix, würde ich es lassen, aber mal einen Versuch würde ich ihr schon geben. Weil schon ein paar gute Sachen doch drin sind. Gut zu wissen, im Juni 2009, am 23. Juni, kam dann auch von David, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, seine große Mod raus, an der er sehr viel Herzblut verloren hat oder investiert hat. Orcades, zuerst auch bekannt als die Insel-Demo, für Gothic 1, glaube ich, auch mit dem Texturen-Patch von Freddy. Hat's einer von euch gespielt? Nein. Nein. Das ist sehr schade, weil Orcades ist, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die beste Gothic 1 Mod ist, aber auf jeden Fall eine der besten, vielleicht nach Dickory für mich. Da hat er wirklich sehr coole Dinge reingemacht. Also das Gameplay war komplett anders. Man konnte neue Dinge machen. Es war auch keine Quest irgendwie die gleiche wie eine andere. Also es war ein komplett neues Setting eigentlich auch. Und die Quests haben mir vor allem sehr gut gefallen. Man musste ausgefallene Dinge machen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der mal noch eine Mod spielen möchte, die er vielleicht noch nicht gespielt hat. Orcades macht eigentlich sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall ein gutes Werk geworden. Weihnachten kam dann auch zum ersten Mal zwei Mods an einem Tag raus. Ich möchte das eine mal kurz ansprechen, weil der Macher hat auch einige kleine Minimods gebaut. Gothic Racer von Sefford Bielebrox wird er, glaube ich, ausgesprochen. Er hat auch später noch einige Minimods veröffentlicht, wie gesagt. Aber jetzt kam Gothic Racer von ihm. Man musste in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke fahren, und musste dabei, glaube ich, nur richtig lenken und bekam dann pro Strecke einen anderen Schlitten und man ist halt mit einem Schlitten den Hang runtergefahren. War eine ganz nette Mod. Er hat auf jeden Fall einige noch gemacht, deswegen wollte ich es hier mal erwähnen, dass er auf jeden Fall einige gemacht hat. Der Release von Gothic Racer wurde allerdings in den Schatten gestellt von der anderen großen Mod an dem Tag, nämlich Carduon, dem Prolog davon. Hat's einer von euch gespielt? Angespielt. Ich hab's auch nur angespielt, weil ich dann tatsächlich einen ABAC hatte und hab's dann nochmal wieder neu angefangen, bin dann aber auch tatsächlich irgendwie wieder drüber weggekommen, weil dann wieder andere Sachen noch dazwischen kamen. Bis dahin aber sehr schön. Ja, es war sehr gut gemacht, alles auch wieder mit sehr guter Sprachausgabe und die Welt und 3D war eigentlich alles prima, die Dialoge, eigentlich war alles prima, aber irgendwie hat mir so ein bisschen die Spannung gefehlt, was mich dazu bringt, weiterzuspielen. Es gab ziemlich wenig an Kämpfen und es konnte mich leider einfach nicht fesseln, was ich sehr schade fand. Irgendwie. Richtig, weil sonst, sag ich mal, hätte man sich sicher auch nochmal wieder dran gesetzt, ich möchte jetzt weiterkommen. Wenn man das nicht macht, dann zeigt das ja auch so ein bisschen davor, dass so der letzte Kick einfach fehlt. Cardoon war auf jeden Fall eine sehr angenehme Mod, eigentlich die letzte richtig große, gute, das stimmt gar nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es halt nochmal eine richtig große, gute, nachdem 2 Jahre eigentlich an Story-Mods nichts gekommen ist. So richtig in dem Verhältnis, die Sprachausgabe war erstklassig, es gab nur professionelle Sprecher. Die Atmosphäre war auch sehr an Gothic 1 angelehnt, also egal zu wem du eigentlich gekommen bist, alle waren angepisst und haben dich wie Dreck behandelt. Es war halt was Besonderes und haben die eigentlich gut gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen, der es mal nicht gespielt hat, den Carduon Prolog, ihn mal zumindest auszuprobieren. Später fand ich, wurde er ein bisschen eintönig. Da kann ich euch zustimmen, aber bis dahin, zumindest den Anfang sollte man mal gespielt haben. Es macht sehr viel Spaß oder hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es auch durchgespielt. Und es ist auf jeden Fall eine der besseren Mods. Der dritte Teil des Modcasts hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gar nicht mehr aufgehört haben.
Wir haben da das Ganze in einem Stück abgedreht. Hier kommt allerdings erstmal eine kleine Pause. Ich hoffe, ihr klickt auch wieder rein, wenn es dann zum großen Modcast-Finale kommt und zur finalen Frage, welche ist denn die beste Mod? Bis dahin!